Lotte hat das Rett-Syndrom, eine lebenslange neurologische Störung, die auf dem X-Chromosom liegt. Stellt euch vor, die Symptome von Autismus, von Parkinson, Epilepsie, zerebraler Lähmung und Angststörung vereint im Körper eines kleinen Mädchens. Lotte kam völlig gesund zur Welt und hat sich, bis sie 18 Monate alt war, völlig normal entwickelt. Dann hat sie alle Fähigkeiten wieder verloren. Wie es ihr heute geht und wie ihre Eltern mit der Erkrankung umgehen, wie sehr es an ihren Kräften zehrt, darüber spreche ich heute mit Kim und Markus Barth. Lotte ist ja als gesundes Mädchen zur Welt gekommen. Wie hat sie sich denn in den ersten Monaten ihres Lebens entwickelt? Ganz normal. Sie war ein fröhliches, oder ist immer noch so ein fröhlich aufgewecktes Mädchen. Hat alles gemacht, ist rumgekrabbelt viel, sehr neugierig, hat alles in die Hand genommen, gespielt. Ganz normal. Ja. Es war eigentlich alles unauffällig. Ja. Wann hast du denn als Mama eine Stagnation festgestellt? Also die Stagnation, die erste sichtbare Stagnation kam mit dem Punkt, dass sie nicht angefangen hat zu laufen, sie aber die Gegebenheiten hatte, sie stand. Sie hätte quasi nur noch loslassen müssen, um zu laufen. Und dann das nächste war, dass sie verstummt ist. Also die hat morgens, ist sie aufgewacht, hat im Bett geprabbelt. Man hatte jetzt keinen großen Wecker gebraucht. Und eines Morgens ist sie aufgewacht und ist verstummt. Das heißt, es kam keine Laute mehr. Es kam dann auch kein Mama und Papa mehr. Und mit diesem Punkt war eigentlich diese Stagnation offensichtlich. Dann seid ihr zum Arzt gegangen. Und dann wurde irgendwann nach einigen Untersuchungen, nach einigen Tests, wurde dann die Diagnose Rett-Syndrom gestellt. Was hat die Diagnose mit dir gemacht? Was hat die gemacht? Es war eigentlich mehr so, ja, es war schockierend, obwohl wir vorher schon, meine Frau hat schon viel vorher gelesen, weil wir schon ein Verdacht wurde geäußert und dann sie hat viel gelesen und dann hat sie mir so nach und nach gesagt, was sie nicht können wird und das ist schockierend natürlich, ja. Alles, was Lotte bis dahin, also etwa 18 Monate, gelernt hatte, hat sie dann ja wieder verlernt. Also sie hat sich quasi zurückentwickelt. Wie sehen denn die Symptome dieses Rett-Syndroms genau aus? Also sie konnte selber mit der Gabel essen, sie konnte ihre Trinkflasche halten, sie konnte Eis halten, sie konnte Mama, Papa sagen. Sie konnte krabbeln, sie konnte sich hochziehen. Und verloren gegangen ist alles, was mit den Händen zu tun hat. Dadurch, dass diese Kinder diese waschenden Handbewegungen dann anfangen zu machen, geht die komplette Handfunktion verloren. Eis halten, Getränkeflasche halten, Gabel halten, Löffel halten, zum Mund führen. Das quasi, das ging alles nicht mehr. Was sie bis heute beibehalten hat, ist das Grabbeln. Manchmal mehr schlecht als recht. Also je nachdem, wenn sie wächst, verschlechtert sich das immer wieder, weil das Körpergewicht ja dann immer noch von den Armen getragen werden muss und auch die Motorik rechts-links krabbeln. Das hat sie aber beibehalten und sie ist auch wieder aktiver geworden, dass sie quasi sich versucht mal aufzurichten, also sowohl in den Kniestand wie auch aufs Sofa zum Beispiel hoch. Das ist wieder zurückgekommen. Das war quasi eigentlich auch alles weg. Wie fühlt es sich denn als Vater an, wenn das eigene Kind so krank ist? Ja, schlimm. Schlimm hat sich das angefühlt. Ne? Aber dadurch, dass sie quasi ja so das erste Lebensjahr normal war, konnte man eigentlich da reinwachsen in die Materie. Ne? Aber es fühlt sich natürlich schlimm an. Ich kann jetzt heute viel besser mit umgehen wie früher. Ja? Ich habe es jetzt angenommen, so wie es ist.
Und wir machen das Beste draus, ja. Zehrt es an den Kräften, die Tochter zu pflegen? Es zehrt sehr an den Kräften und ganz viele Leute unterschätzen das extrem. Also es sind A, die Nächte, die zehren, die im Moment, toi toi toi, ein bisschen besser werden. Es zehrt grundsätzlich an der Gemeinsamkeit, weil es ist ja schon viel Fokus. Also es ist immer, sie braucht ja konstante Hilfe. Und es zehrt auch an dem Drumherum. Also du kümmerst dich ja auch um Hilfsmittelbeschaffung, dass alles rund läuft, um die regelmäßigen Termine, um Physio, um Ergo, um den Kindergarten, dass es läuft, dass sie da versorgt ist, um eine Pampers-Bestellung. Also es sind ja viele Kleinigkeiten, wo quasi ja viel Kraft rein investiert wird. Und, aber andererseits, ich mache es gerne. Sie ist nun mal meine Tochter. Klar kostet es Zeit und es kostet wirklich viel Kraft. Oft, nicht immer, aber oft. Aber es gehört dazu. Es gehört zu ihr und es ist quasi so, dass wir es halt quasi mittragen. Ja. Wie geht's Lotte denn heute? Ich denke, es geht ihr soweit gut. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie merkt, dass sie anders ist wie andere Kinder. Wie bewältigt Lotte denn ihren Alltag? Also was kann sie allein und wo braucht sie eure Unterstützung? Also allein kann sie eigentlich bis auf das Krabbeln nichts. Also sie muss gefüttert werden, sie muss aus dem Bett gehoben werden, sie muss umgezogen werden, sie muss auf die Toilette gesetzt werden, sie braucht neue Pampers, sie muss die Getränke angereicht kriegen, alles. Sie muss nachts gedreht werden, sie muss die Decke wieder draufgelegt kriegen. Also es ist, sie kann nichts alleine, bis auf dieses selbstständige Krabbeln. Allerdings muss man dazu sagen, sie kann sich unheimlich gut selbst beschäftigen. Also sie guckt gern Bücher an, sie spielt gern mit Spielzeug, was Musik hat, wo es eine Aktion und eine Reaktion gibt. Sie kann sich da auch mal beschäftigen mit. Sie krabbelt auch einfach mal rum und guckt so ein bisschen durch die Gegend. Sie sitzt auch mal an einem Fleck. Also das sind schon Dinge, die sie selbstständig kann. Also sie kann sich selbstständig einfach auch ein bisschen beschäftigen und sich von dem Fleck oder von einem Ort zu einem anderen Ort bewegen. Das ist quasi selbstständig noch möglich. Wie sieht denn Lottes Leben aus, wenn sie erwachsen ist? Da habe ich mir jetzt noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, weil sie jetzt noch so klein ist, aber das wird jetzt demnächst mit dem Eintritt in die Schule schon sich ändern, ja, ein bisschen. Schauen wir mal, also da bin ich noch nicht so. Sie wird ja immer Pflege brauchen. Wir versuchen sie so lange halt zu begleiten, dass wir das halt übernehmen können, aber mal gucken, was die Zeit bringt, ja. Aus deiner Sicht jetzt als Mama, wie lebenswert ist Lottes Leben? Also ich glaube, dass Lotte ein volles, lebenswertes Leben hat. Ihre Lebenserwartung ist quasi ganz normal, wie die von uns auch. Es sei denn, sie kriegt einen epileptischen Anfall, eine schwere Lungenentzündung, aber ich meine, das ist jetzt, kann bei allem anderen, einem gesunden Menschen, was auch immer gesund definiert, ja auch sein. Von daher glaube ich, dass sie ein sehr lebenswertes Leben hat. Wir versuchen ihr das auch genauso zu gestalten. Wir nehmen sie überall mit, wir schränken sie nicht ein, wir lassen sie nicht zu Hause, wir sagen, das ist unpassend in der Gesellschaft. Also sie ist ein Kind, das jeder kennt und deshalb glaube ich, dass das quasi ihr Leben genauso lebenswert und schön ist wie das von einem von uns. Es ist einfach anders. Es ist besonders, es ist anders. Aber es ist, glaube ich, genauso schön.